Wir sind wieder im Theresienhaus in Glandorf, Caritas-Einrichtung. Wir haben diesmal vor, ein solches Weihnachtshaus zu bauen. Wir haben auf jeden Fall einmal eine Basis. Genau so ist es. Eins haben wir schon mal fertig gemacht. Das ist im Prinzip das große Haus. Das kleine Haus macht man auch ganz einfach. Wenn ihr das hier habt, einfach die Breite anzeichnen, Strich ziehen, nochmal, sich dann die Mitte suchen. Dann kann man hier auch die beiden Dachschrägen machen. Dann hat man das im Prinzip schon fertig. So, das haben wir jetzt schon soweit. Jetzt einmal die letzte Kante noch hier abschneiden mit der Stichsäge. Ein bisschen die Kanten brechen. Aber dann haben wir, das große Haus ist fertig. Das kleine Haus ist fertig, so Micha. Und jetzt müssen wir gucken, weil das soll es werden. Wir brauchen wahrscheinlich als erstes die Basis. Genau, einfach so eine Art Trägerholz drauf, ja. Dass wir dann die anderen beiden Häuschen drauf kleben. Dann mach du mal kurz ein neues Kissen. Das ist dann auch die schnelle Variante. Ja, hält aber trotzdem, ne? So ist es. So. Und einmal aufsetzen an die Kante. Weil wir in Weihnachtsfieber sozusagen sind, haben wir jetzt den Brennpeter. Man kann es natürlich auch mit dem Edding machen. Ich mache einfach mal das gute alte amerikanische Xmas. Xmas, das ist das Haus vom Nikolaus, kann man natürlich auch machen. Das kommt dann gleich hier davor, aber noch nicht ganz wegstellen, glaube ich. Wir brauchen es noch einmal, denn ich sehe gerade, auf dem Original sind noch zwei kleine Fensterchen drin. Schwupp. Willst du mal machen? Dann bereite ich schon mal hier weiter vor. Denn das ist schon mal drauf und während Michael das macht, werde ich schon mal das hier verzieren, wie auf dem Vorderbild. Das. Ich nehme nochmal die Klebepistole, mache das hier nochmal fest, damit es hält. So. Schleife da drauf. Jetzt nochmal das Original anschauen und den Vergleich daneben stellen. Das kleine Haus vor das große Haus. Jetzt kannst du gleich weitermachen. Viel, viel. Das hält. Und natürlich, wir haben es hier auch schon gesehen, nicht jedes sieht so aus wie das andere. Hier steht Home drauf, hier steht jetzt Christmas drauf, das kleine Häuschen haben wir da. Das Band ist auch drumherum, das ist alles so schön. Aber wir haben hier noch ganz viel Platz. Nochmal so ein paar kleine Tannenbäumchen aufkleben. Vielleicht machst du es mal hier auf die Unterkante. Also, das hat funktioniert. Micha, das ist natürlich auch toll, dass es tatsächlich ohne Leim und ohne Dübel klappt, sondern man nur die Klebepistole braucht. Und es ist mein Erstlingswerk, aber ich denke mal, wenn du magst, darfst du das gerne mit nach Hause nehmen. Unsere Gemeinschaftsarbeit. Ich hoffe, es hat Ihnen heute auch wieder Spaß gemacht und wir basteln, wir upcyclen ganz schnell Sachen für unseren Adventsengel.